Hallo und willkommen zurück nach dieser kurzen technischen Umbaupause. Wir hören jetzt einen Vortrag von Carsten Prehn vom GFZ Potsdam, der sich damit beschäftigt, wie komplett, in dem Fall, wie komplett Gebäude eigentlich in OpenStreetMap sind. Eine, wie ich finde, sehr wichtige Frage, denn wenn man es selbst nutzt, gut, dann sieht man, da fehlt halt mal ein Gebäude, das aber in Wirklichkeit da ist, das ist vielleicht dann nicht so wild, aber wenn es um offizielle Nutzungen oder Aussagen über die Qualität von OpenStreetMap geht, dann mag das sehr wichtig sein. Das wird uns Carsten Prehn, hoffe ich, beantworten. Und damit öffne ich den Floor für ihn. Wie gehabt, Fragen bitte im Venueless in den Fragen-Tab sammeln wir und bitte auch voten. Und dann können wir im Anschluss an den Vortrag noch ein bisschen diskutieren. Dankeschön und viel Spaß dir, Carsten. Ja, danke auch. Ja, willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Carsten Prehn. Ich arbeite beim Geoforschungszentrum GFZ in Potsdam im Bereich der Exposure-Modellierung. Zwar genau gesagt bei Exposure-Modellierung für Erdbeben. Und ich möchte ein Problem hier präsentieren und meine Lösung zu dem Problem. Und das Problem ist, wie kann man die Vollständigkeit von Gebäudedaten in OpenStreetMap bestimmen, wie kann man es speichern, wie kann man es präsentieren. Und dieses Problem ist für uns, also für meine Arbeitsgruppe, für 8, 9 Kollegen, ein sehr immanentes Problem, weil wir arbeiten mit einem gebäudegenauen Exposure Model. Und Exposure beschreibt alles, also jeden, wer oder was durch irgendwelche adversen Effekte, also zum Beispiel Erdbeben, da können wir auch Flutwellen sein, andere Naturkatastrophen, Vulkanausbrüche, Dürren und ganz allgemein Katastrophen, Kriege und so weiter, negativ beeinträchtigt oder betroffen ist. Und ein Hauptfaktor, ein großer Faktor bei Erdbeben sind einfach Gebäude, die sorgen für starken Verlust und für im Verlust auch von Menschenleben und auch von materiellen Werten. Und bei dem gebäudegenauen Exposure Model, also das ist ein Bottom-up-Modell, da ist es eben entsprechend wichtig zu wissen, ob ich für eine Region, also eine Stadt oder ein Bundesland, ein Staat oder meinetwegen auch ein Kontinent, wie genau bin ich da eigentlich? Also kann ich mit den Daten arbeiten? Bin ich genau in dem Gebiet oder fehlen da Daten in OpenStreetMap und ich müsste mir dann in dem Fall andere Ausweichmöglichkeiten, Berechnungsmöglichkeiten oder Prozeduren überlegen, wie ich mit der Situation umgehen kann. Und mein Ansatz dazu, der ist eigentlich relativ simpel. Und zwar, ich habe mir gedacht, ich nehme einfach ein Gitternetz, ein Grid und packe das einfach über die ganze Welt. Und das war anfänglich so definiert, das Grid ist 10 Bogensekunden breit und hoch. Und mit 10 Bogensekunden, das sind ungefähr 300 Meter breite Höhe am Äquator, hätte man etwas über 8 Milliarden Zellen weltweit. Und das Ganze hatte ich anfangs gespeichert in einer Binärdatei, wo für jede Bit oder für jede Zelle in dem Gitter ein Byte vorgesehen war. Und mit so einer Datei, die wäre dann 8 GB groß, hat man einen sehr effizienten Speicher. Man hat schnellen Dateizugriff, man hat schnelle Leseoperationen, schnelle Schreiboperationen. Jeder Zelle ist in dem Fall eben eine Adresse in der Datei zugeordnet. Und man kommt sehr schnell eben von der Zelle auf die Adresse und wieder zurück von der Adresse auf die Zelle und auch ihre Geometrie. So, anfänglich haben wir gearbeitet mit 6 Klassen, also 6 Completeness- oder Vollständigkeitsklassen. Vielleicht mal mit dem grünen anfangen. Die beiden grünen Zellen hier, das ist komplett. Also komplett ist so definiert, eine Zelle ist komplett, wenn alle Gebäude in der Wirklichkeit auch in OpenStreetMap gemappt sind. Und das trifft auch zu, wenn die Zelle komplett leer ist. Also eine Zelle, die kein Gebäude hat, ist trotzdem komplett. Die hat 0 von 0 Gebäude, die ist komplett. Entsprechend inkomplett ist, wenn Gebäude fehlen. Das ist unten rechts dargestellt. Das ist diese rot hinterlegte Zelle. Da sind jetzt das Blaue da in den Zellen, das sind jeweils die Gebäude, die wir über eine Satellitenkarte projiziert haben als eigenständiges Layer. Und das sind jetzt vielleicht 1, 2, 3, 4, 4,5, 5,5 oder so Gebäude. Und
naja, bestimmt 10, 15 fehlen da. Also die Zelle ist inkomplett. Oben rechts ist ein Zustand, den nennen wir almost complete oder beinahe oder fast komplett. Das trifft zum Beispiel zu auf Zellen, wo, sagen wir, 28 von 30 Gebäuden gemappt sind. Wo man eben sagen kann, aus unserer Arbeit heraus für das Exposure Modeling, das ist gut genug. Also die können wir als komplett betrachten. Aber aus Sicht der Vollständigkeit ist es eigentlich inkomplett. Und solche Zellen, die kann man auch mal, da kann man die Gebäude auch mal schnell in OpenStreetMap nachtragen, wenn man das weiß. Und dann gibt es Fälle, wo man überhaupt keine Entscheidung treffen kann, wo zum Beispiel irgendwelche Wolken davor sind auf den Satellitenbildern oder Flugzeuge oder Schatten oder irgendwie sowas. Das ist oben links dargestellt in den beiden Zellen. Die sind einfach undecidable. Also kann man nichts sagen. Oder man müsste die Satellitenkartengrundlage austauschen. Wasser ist Wasser. Wasser interessiert uns nicht. Da sind keine Gebäude. Damit ist da auch keine Exposure. Also ist das Wasser eigentlich uninteressant. Aber trotzdem als Bewertung oder als Klasse mit drin. Und eine Zelle, die noch gar nicht angefasst wurde, wo noch keiner raufgeguckt hat, die ist unknown, die ist unbekannt. Wenn man sich denn mal so eine Stadt anguckt, das ist hier aus Athen. Athen ist ein interessantes Beispiel, das habe ich auch noch öfter jetzt hier ein paar Mal in der Vorlesung, nicht in der Vorlesung, in der Präsentation. Athen in OpenStreetMap ist zweigeteilt. Da ist ein Teil, der ist südöstlich, der ist mehr oder weniger komplett gemappt in OpenStreetMap und der nordwestliche Teil ist fast vollständig unkomplett oder inkomplett. Und das ist hier mal die Nahansicht auf eben genau die Grenze zwischen dem kompletten und dem nicht kompletten Teil. Das nicht komplette, wie gesagt, ist rot, das komplette ist grün. Mit diesem 10 Grad oder jetzt nicht 10 Bogensekunden Grid oder meinetwegen 30 Bogensekunden Grid, da stößt man relativ schnell aber an gewisse, man trifft relativ schnell auf gewisse Probleme, aber stößt auch auf gewisse Grenzen. Ein Problem ist, dass nach Norden und Süden hin, also je weiter man nach Norden und Süden kommt, die Verzerrungen stark zunehmen. Ein eher technisches Problem ist, dass wir mit so einem Ansatz sehr viel Informationen mitschleifen, die wir eigentlich gar nicht brauchen, zum Beispiel das ganze Wasser. Das heißt, wenn man die Daten, die wir haben, darstellen wollen, in meinetwegen QGIS oder in einer Map-Anwendung, dann ist es fast unmöglich, auf geringere Zoom-Level rauszuzoomen, weil die Datenfülle einfach viel zu groß ist. Und das hat auch dazu geführt, oder war einer der Gründe, warum wir von dieser starren 10-Bogensekunden-Einteilung der Zellen abgekommen sind und zugunsten eines Quad-Tile-basierten Grids oder Quad-Tree-basierten Grids. Und solche Quad-Trees oder Quad-Tile, die finden also starke Anwendung bei so gut wie jeder Webmapping-Applikation eigentlich, bei Sleepy Maps, aber auch zum Beispiel bei Anwendungen wie MapSwipe. Wir haben das so definiert, dass die Zelle, auf die wir uns beziehen, also in der wir arbeiten, denn eine Level 18 Zelle ist, also 18 Ebenen, angefangen beim Root im Quadri nach unten, und diese Zelle ist dann ungefähr 5 Bogensekunden breit und hoch oder 151 Meter am Äquator. Das heißt, wenn man mit so einem Grid arbeitet auf der ganzen Welt, wären das 68 Milliarden Zellen. Nun hat dieser Quad-Teil-Grid aber einen entscheidenden Vorteil. Wir können Zellen zusammenfügen. Und das ist mal hier auf der Karte dargestellt. Da sind die Küsten bis auf Level 9, also Quad-Level 9 runtergerechnet. Denn ins Landesinnere und zum Wasser hin werden die Zellen größer. Und zwar kann man bei zum Beispiel Wasser, bei einer größeren Wasserzelle davon ausgehen, wenn ich Wasser teile, nochmal in vier Unterzellen, gewinne ich keine weitere Information, also das kann ich mir sparen. Und diesen Prozess, den nennen wir aggregieren oder deaggregieren. Also Zellen, die man zusammenfügen kann, die werden aggregiert in ihrer Elternzelle und Zellen, die man teilen kann, werden deaggregiert in vier Kinderzellen. Das heißt, für die eigentliche Anwendung wird das dann so aussehen, dass es zwei Sichten gibt. Es gibt die Sicht des Nutzers, das ist oben dargestellt, und die Sicht,
wie es eigentlich in der Datenbank ist, das ist unten dargestellt. Und der Nutzer arbeitet eigentlich immer auf der Granularität von Level 18. Also der sieht immer eine Level 18-Zelle und dann entscheidet er, okay, ist die komplett, nicht komplett, kann ich keine Aussage treffen und so weiter. In der Datenbank können wir aber einige dieser Klassifizierungen aggregieren. Und das Aggregieren ist eine Operation in der Datenbank. Und das ist auch rekursiv bzw. kaskadierend. Also eine aggregierte 4 Level 18-Zellen, die aggregiert sind zu einer Level 17, können wiederum zu einer Level 16 aggregiert werden, wenn die drei komplementären Level 17-Zellen dieselbe Klassifizierung haben. Und das ist neben Wasser- und Unknown-Zellen, betrifft das Zellen, wo wir es nicht entscheiden können, und komplette, aber leere Zellen. Und diesen Schritt haben wir jetzt hier auch gemacht, dass wir unterscheiden zwischen komplett, da sind Gebäude, und komplett, da ist eigentlich überhaupt nichts. Denn bei leeren Zellen verlieren wir keine Informationen, wenn wir die aggregieren, und würden damit eine Menge Platz sparen. Also das würde alles betreffen, irgendwelche Wüsten, Gebirge oder größere Waldgegenden, wo einfach überhaupt keine Gebäude sind. Die kann man wunderbar aggregieren und spart eine Menge Platz in der Datenbank. Alles, wo wir die Informationen auf Level 18 brauchen, das ist dann complete, incomplete oder almost complete, die bleiben auf Level 18, also da wird nichts aggregiert. Und der ganze Vorgang sieht dann ungefähr so aus. Oben links in der Kachel, das ist Athen, und man sieht da ganz gut das Gelbe, das sind die Gebäude aus OSM. Im Südosten, also der südöstliche Teil, wie ich schon erwähnt hatte, der ist gut abgedeckt in OSM, der nordwestliche ist so gut wie gar nichts. Und das überträgt sich, so wie es in der rechten Kachel ist, auf eben das nicht komplette, das sind eben alles rote Level 18 Zellen. Das komplette sind grüne Level 18 Zellen, und dann im Süden das Wasser ist aggregiert, das kann man so weit aggregieren, bis eben eine Wasserzelle via Land überschneiden würde. Aber solange Wasser nur Wasser ist, kann man es aggregieren. Dasselbe trifft auf empty Zellen, also leere Zellen zu, die wir im Osten und Westen haben bei den Gebirgen. So, wie kommen jetzt die Daten in unsere Datenbank? Da haben wir zwei Ansätze verfolgt, die eigentlich auch sehr gut geklappt haben. Das eine ist einfach, wir haben MapSwipe genommen. Und das ist auch einer der Vorteile von dem Quad-Grid-basierten Ansatz. Man hat automatisch Kompatibilität mit Map-Anwendungen wie MapSwipe. Und das hat ein Kollege von mir gemacht, der hat die ganzen oder einige der griechischen Inseln in der Ägäis in MapSwipe-Projekte übertragen und sich den einfach hingesetzt, den Tag über oder abends oder wenn er keine Zeit hatte, und dann nimmt die Level 18 Zellen durchgeswiped und gesagt, okay, die ist komplett, die ist nicht komplett oder eben leer oder man kann keine Aussage treffen, also die vier Zustände. Und ich habe das dann importiert mit einem kleineren Python-Script in die Datenbank. Also das ist eine wunderbare Kompatibilität, und man hat mit MapSwipe eigentlich schon eine hervorragende App, mit der wir den Datenimport umsetzen können und über die wir auch diesen Vorgang des Datenimportierens auslagern können oder outsourcen können an eine Community. Der andere Ansatz, das nenne ich die ClickBleedness. Die ClickBleedness ist eine Webanwendung, die ich geschrieben habe, die direkt auf die Datenbank zugreift, also auf den Completeness-Datensatz in der Datenbank. Das ist in der Datenbank ist es eine Postgres-Datenbank mit Postgres-Add-on. Und die Ansicht hier stellt jetzt eben einfach den Zustand in der Datenbank dar, gerendert als Raster-Tiles in der Web-Anwendung. Und mit diesem, weil es eben eine Postgres-Datenbank ist, könnte auch die ganze Welt abbilden, aber da ist jetzt nichts. Also wir haben so viel Zeit, ein kleines Team nicht. Wir haben Griechenland geschafft, und man sieht hier wunderbar einmal, sieht man meinen Cursor hier, Athen in der Mitte mit dem
östlichen kompletten Teil, dem westlichen inkompletten Teil. Geht es außenrum, das ist alles unknown, da hat noch keiner hingeguckt. Und dann die einzelnen Griecheninseln hier in der Ägäis, die auch bewertet wurden hinsichtlich der Completeness. So, und wenn man da jetzt mal weiter reinzoomt, dann wäre das jetzt hier mal der Blick auf Attika. Man sieht eigentlich ganz gut, wo sind überhaupt Gebäudestrukturen. Das sind nämlich alle Zellen, die Level 18 sind und rot oder grün, also die komplett sind oder inkomplett. Man kann ja nicht ganz gut so nachvollziehen, wo leben eigentlich Menschen und wo leben, wo ist eigentlich niemand, wo sind keine Strukturen, wo sind keine Gebäude. Und dann können wir noch mal ein bisschen weiter reingehen. Das ist noch ein dichterer Blick auf Athen, auch mit dieser Zweiteilung in den kompletten und in den nicht kompletten Teil. Ein paar gelbe Punkte zwischendrin, die sind almost complete. Und die Ansicht des Nutzers, das wäre eigentlich diese Ansicht, nah dran, so auf Zoom-Level 17 oder Zoom-Level 18. Und hier sieht man ja auch ganz gut, was die eigentliche Idee dahinter ist. Also als unterste Ebene ist ein Satellitenbild, das ist, glaube ich, Bing. Man könnte auch sicherlich auch für irgendwelche Länder spezifische Satellitenbilder verwenden. Darüber, das sind die blau-weiß gestrichelten Polygone, das ist der Gebäudedatensatz aus OpenStreetMap. Und darüber ist das Completeness Grid dargestellt. Und die Aufgabe des Nutzers ist es, für jede einzelne Zelle zu entscheiden, okay, wie ist der Completeness-Stand? Habe ich alles da? Bin ich komplett? Bin ich nicht komplett? Oder habe ich einen der anderen Werte? Und das hat diese ganzen griechischen Daten, das hat auch ein Kollege von mir gemacht, immer in der zwischen langweiligen Zoom-Meetings oder zwischendurch. Das ist eigentlich ein ganz netter Zeitvertreib, mit dem man, wenn man gleichzeitig irgendwo zuhört, dann kann man ganz nett da drin rumklicken und den Datensatz befüllen. Und das heißt eben auch Completeness deswegen, weil man eben mit der Maus da drin klicken kann. So, wie ist der Stand der Arbeit? Also wir sind mehr oder weniger, was die Bewertung der Vollständigkeit in OpenStreetMap betrifft, mit Attika in Griechenland so weitestgehend fertig. Wir haben den größeren Teil von Attika auf dem Festland und die Inseln, das geht im Süden auch noch so ein bisschen so weiter. Das haben wir erfasst. Wenn man jetzt Griechenland nur auf Level 18 Zellen, mit Level 18 Zellen darstellen würde, das ist hier oben in diesem kleinen, in der Übersichtskarte zu sehen, also das hellblaue, das sind alles Level 18 Zellen, dann wäre man da bei 23,5 Millionen Zellen insgesamt. Da wir aber viele Zellen, so wie Wasser oder Unknown, aggregieren können, ist der eigentliche Griechenland-Datensatz bei 700.000 Zellen. Und das sind eben auch 700.000 Datenbankeinträge. Das heißt, das ist ungefähr ein 30stel Platzeinsparung gegenüber einem nur Level 18 Ansatz. Und den haben wir so weitestgehend erzeugt durch diese manuelle Bestimmung in der Clickbleedness, aber auch durch MapSwipe, ist natürlich auch manuell, aber ist eben eine externe App, die wir dazu genutzt haben, wo wir die Daten wieder runtergeladen haben von MapSwipe und über ein Python-Skript in die Datenbank importiert haben. Wie ist der Ausblick? Der Ausblick wäre natürlich, dass irgendjemand hier dran Interesse auch findet und meint, da würde ich vielleicht gerne mitmachen, weil ein Ein-Mann-Team oder 5-Mann oder 10-Mann, die schaffen es einfach nicht, die Welt oder einen Kontinent, geschweige denn ein ganzes Land zu machen. Dafür müsste aber von unserer Seite auch noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Also die Clickbleedness ist noch nicht wirklich gewappnet gegenüber, sagen wir, maliziösem Verhalten. Also das müsste noch ein bisschen was aufgebessert werden. Hinsichtlich der Sicherheit und Authentifizierung.
Aber das ist unser Wunsch und auch unser, weiß nicht, unsere Hoffnung, dass das Ganze mal irgendwie als Anwendung ins Internet auch bereitgestellt wird und dann Menschen, die gerne während Zoom-Meetings etwas rumklicken, da vielleicht ein bisschen Zeitvertreib finden. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, danke schön, Carsten, für den interessanten Vortrag. Wir haben auch durchaus einige Fragen gesammelt in der Zwischenzeit. Manche hast du in den letzten beiden Minuten so ein bisschen beantwortet. Ich möchte sie aber teilweise trotzdem stellen, weil du dann noch mal ein bisschen konkret darauf eingehen kannst. Also gerade die Frage mit Zusammenarbeit, oder ja, wer macht das Ganze eigentlich? Ich habe rausgehört, bis jetzt habt ihr selbst die Erhebung gemacht. Und dahingehend war auch eine Frage, ob es so eine Zusammenarbeit mit der globalen oder lokalen OSM-Community gibt oder ob sowas angedacht ist, so eine Art Community-Building zu machen und die Daten, das hast du dann auch schon, glaube ich, beantwortet, ob geplant ist, die als Open Data freizugeben. Du hast veröffentlichen gesagt, da hängt es dann von der Lizenz ab. Das wären so die ersten beiden Fragen, die ich dir stellen kann. Ein paar weitere kommen auch noch. Ja, also die Zusammenarbeit mit der Community, die hatten wir immer im Hinterkopf, weil bisher nehmen wir eigentlich nur die Daten, wir nehmen den Gebäudedatensatz raus und verarbeiten den für unser Exposure-Modell und wir haben bei uns, das nennen wir Open Building Map, also wir lassen über den Gebäudedatensatz von OpenStreetMap nochmal Funktionen drüber laufen und speichern das dann lokal bei uns als quasi Gebäude-OpenStreetMap-Kopie ab. Und bisher nehmen wir immer nur und wir würden auch gerne etwas zurückgeben an die Community und haben da jetzt aber noch keine konkreten Vorstellungen, in welcher Form das geschehen soll. Es wäre natürlich für uns wünschenswert, wenn es irgendwann mal einen Zustand gibt, wo diese Tools, die ich jetzt hier gezeigt habe, wo die so robust sind, dass man die auch in die Öffentlichkeit freigeben kann, dass einfach jeder, der möchte, sich daran beteiligen kann. Bisher sind das einfach wirklich nur interne Tools, die wir innerhalb des Hauses nutzen und eigentlich so eine Art Proof of Concept darstellen. Natürlich ist es sehr fortgeschritten schon, aber es ist eben noch nicht da, dass man da sagen kann, okay, wir lassen das jetzt frei aufs Internet los. Na, dann rege ich aber doch mal an, vielleicht nicht die Anwendung selbst, da hattest du ja gesagt, Authentifizierung und so ist nicht, aber den Code dazu, den unter eine freie Lizenz zu stellen und zu veröffentlichen, das wäre ja schon mal da ein Schritt in die Richtung. Genau, aber die Frage hat eigentlich mehr Resonanz noch gefunden. Entschuldigung, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, wir haben unsere Codes haben wir alle im GitLab. Okay, das ist ja dann schon veröffentlicht, also Code ja, Daten ist gerade noch nicht, aber habt ihr ja vor, genau. Was viele beschäftigt hat, war die Frage, ob denn gerade bei dem, weil ihr Satellitenbilder als Vergleich habt, einerseits, ob das, wie es denn da mit der Aktualität ist, sowohl auf OSM-Seite, dann natürlich auch, je nachdem, welche Satellitenbilder man nimmt und inwieweit ihr versucht habt oder in Erwägung gezogen habt, für die Detektion von Gebäuden aus den Satellitenbildern da auch automatisierte Verfahren oder KI-basierte Verfahren einzubeziehen, um das sozusagen ein bisschen leichter zu handhaben oder ja. Also die Satellitenbilder nehmen wir so, wie sie sind. Ich hätte erwähnt, das ist ein Bing und da das Ganze auch erstmal nur ein Proof of Concept war, war das erstmal gut genug. Also nur um etwas zu haben, was funktioniert. Wir haben im Haus Verfahren, um die Vollständigkeit indirekt automatisiert zu bestimmen, und zwar nicht über solche Satellitenbilder, wie ich gezeigt habe, sondern über Sentinel-Daten. Das hat ein Kollege von mir hat sich damit beschäftigt, und zwar hat der, das nennen wir Build-Up-Area, also über die Strahlung von den Satelliten, über diese Strahlungsinformationen bestimmt innerhalb der Level 18-Tiles, wo es bebauter Untergrund oder bebaute Fläche und wo nicht, hat er noch die Straßen davon abgezogen. Und das ist ein Ansatz, mit dem man indirekt sagen kann, wo sind eigentlich Zellen, die empty sind, weil eine Zelle, die über diese Fernerkundungsdaten
kein bebauter Untergrund ist, da kann man davon ausgehen, die ist empty. Und mit diesem Verfahren kann man automatisiert eine Menge Zellen ausschließen, nämlich alle, die empty sind. Das Gleiche betrifft das Wasser. Das ist ein anderes Projekt, an dem ich arbeite, dass ich automatisiert über Wasserpolygone, Landpolygone, Küstenpolygone aus OSM so eine Art Küstendatensatz erstelle, in dem, und zwar auch basiert mit auf diesem Quad-Grid oder Quad-Tree-Ansatz, wo man einfach nur unterscheidet Land und Wasser. Also mehr ist da nicht. Land und Wasser und Küste. Und über diesen Ansatz, der ist dann auch automatisiert, und da haben wir auch einen Datensatz, der fast fertig ist, oder habe ich einen Datensatz erstellt, der fast fertig ist. Damit lässt sich einerseits unterscheiden, wo ist eigentlich Land, wo ist Wasser und auch wo ist Küste und wie viel Anteil Land an der Küste als Polygon hat man eigentlich pro Level 18 Küstenzelle. Aber das ist ein ganz anderes Projekt. Da kannst du ja dann nächste berichten auf der Konferenz. Eine letzte Frage noch, um das da doch nochmal nachzuschärfen. Wie entscheidet ihr denn jetzt, ob das Satellitenbild oder Luftbild aktueller ist oder ob die OSM-Daten aktueller sind? Da muss ich jetzt mal kurz darüber nachdenken. Wir nehmen, also die Idee, die konzeptuelle Idee ist, Completeness ist, also eine Zelle ist komplett, wenn alle Realweltgebäude gemappt sind in OpenStreetMap. So, und das könnte ich ja als Person live vor Ort machen. Also ich könnte zu folgendem Gebäude gehen und dann sehe ich es in der Realität und sage, okay, das gibt es in der Realität. Dann gucke ich in OSM und sage, das gibt es in OSM. So, und dann bin ich für dieses Gebäude komplett. Das wäre natürlich eine unmögliche Arbeit. Das heißt, man muss dann da auch ein paar gewisse Abzüge machen. Und unser Ansatz ist eben, wir ersetzen diese Vorortbegehung durch eine Alternative, und das sind einfach Satellitenbilder. Und bei Satellitenbildern muss man eben nehmen, was da ist, und bei der Aktualität einfach davon ausgehen, okay, das ist jetzt der aktuelle, reale Stand. Und okay, dementsprechend davon, dass das dann vergleichen mit den OSM-Gebäuden.